So, herzlich willkommen bei Noobs mit Waffen hier auf YouTube. Ja, für gewöhnlich zocken wir Call of Duty, andere Shooter, auch mal andere Spiele, je nachdem. Heute aber mal ein ganz anderes Thema, und zwar möchte ich meinen Streaming-Rechner upgraden und habe mich dafür entschieden, eine Intel Arc A750 zu kaufen. In dem Fall hier von ASRock, die Challenger. Und zwar geht es vordergründig darum, dass der Stream quasi besser wird und die CPU entlastet wird, da ich aktuell nur über CPU streame, über einen AMD Ryzen 5600G, der das bisher auch wirklich gut gemacht hat, aber Streaming gleichzeitig aufnehmen wird dann halt schwer. Somit habe ich mich halt für diese Grafikkarte entschieden, weil die Encoder darin wirklich sehr, sehr nice sind. Und vor allen Dingen, ich kann in AV1 aufnehmen, was vermutlich in nächster Zeit auch die Streaming-Plattformen integrieren werden, hoffentlich. Und hat halt den Vorteil, man kann halt deutlich höhere Bitraten anlegen, gerade was die Aufnahme angeht. Was die Qualität deutlich verbessert und trotzdem der Speicherbedarf für die lokalen Aufnahmen relativ gering sind. Ja, aber was weiter drum rum schnacken, ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Ne? Schauen wir doch hier mal rein. Tada! Ja, Paket. Ich würde es einfach mal rausholen. Und dann schauen wir da einfach mal. So. Ah, das ist das gute Stück. Wie immer überall Folie drauf. Ja, so auf den ersten Eindruck muss ich sagen, hier dieses kleine PCB ist schon wirklich ein enormer Kühler drauf. Wow. Also ich hoffe, dass diese dann demzufolge nach keine großartigen Geräusche machen wird. Ja, gut, dann wäre jetzt der nächste Schritt, den ganzen Spaß quasi in meinen Streaming-Rechner zu bauen. Den würde ich dann jetzt mal abschließen und hier versuchen, auf dem Tisch irgendwie so zu positionieren, dass man was erkennen kann. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal versucht, das so gut wie möglich hier einzufangen, dass man was sieht. Ja, das ist jetzt mein offenes Streaming-Gehäuse. Das ist ein umfunktionierter ehemaliger Office-PC. Das Gehäuse hat mittlerweile auch eine 240er IO von Be Quiet, die da eigentlich nicht reingehen würde. Mit ein paar Modifikationen hat sie dann doch reingepasst. Ja. Ansonsten ist das halt wirklich ein ganz Standardgehäuse. Für Streaming reicht's aber. Ja. Gut, dann werde ich mal versuchen, die Karte da reinzudrücken. Ich habe ein bisschen Bedenken mit den Schläuchen der IO, dass das eventuell eng wird oder sogar Probleme bereiten könnte. Ja, let's try. Ich würde die Folien mal abziehen. Machen gar keine schönen Geräusche beim Abziehen.
Tja. Finde den Anfang. Sagen wir mal so, die Folien sind sehr gut verklebt. Man sollte irgendwo erstmal einen Anfang finden. So, Folien sind runter. Auf den Lüftern sitzen jetzt nicht noch extra Folien, aber es sieht nicht so aus. Gut, dann rein mit dem Prügel. Ah, das könnte passen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Noch sie nicht geklackt. Hat sie geklackt. Ja, jetzt erstmal versuchen, die Schläuche hier oben lang zu führen. Oder an der Seite. Ja, hier haben sie weniger Spannung. So, Karte sitzt schon mal grundsätzlich. Ja, dann würde ich sagen, schrauben wir den ganzen Spaß mal fest. Das hält schon mal sehr gut. Ich muss halt sagen, der Kühlkörper ist halt doch größer, als was ich erwartet hätte. Für diese eigentlich schon kleine Karte in Anführungsstrichen. Ja, ich hasse immer dieses Panel wieder rein zu friemeln hier. Aber mit ein bisschen Gewalt will auch dieses. So, den ganzen Spaß noch verschrauben. Wenn dann mal die Schraube greifen wollen würde. Was sie nicht tut, warum auch immer. Irgendwo blockiert wird, was jetzt nicht so toll ist. Nice. Doch nicht. Gewöhnlich kommt nach fest ab und somit belassen wir es dabei. Ja, dann quasi jetzt hier nur noch Strom ran und schauen. Passen. Dann noch die Kabel lieber ein bisschen zurück. Ja, ich würde sagen, ich schließe den ganzen Spaß jetzt mal an wieder und dann schauen wir mal, was es so sagt.
Gut, da sind wir auch wieder. Der Rechner ist wieder angeschlossen, zusammengebaut. Grafikkarte wird erkannt. Fiber ist auch installiert. Da komme ich aber dann nochmal drauf zurück. Ja, nochmal zum Streaming-Setup jetzt zu kommen. Verbaut ist hier quasi ein Ryzen 5. 5600G. 16 GB G-Skill DDR4 3200 RAM, eine 500 GB NVMe fürs System, noch eine 240er SSD und eine 1 TB HDD und eine 2 TB HDD, die quasi im RAID miteinander laufen. So viel zum Streaming-PC an sich. Jetzt halt mit Intel Arc. Das sieht auch erstmal alles ganz gut aus. Wurde erkannt etc. Also das war alles gar kein Problem. Jetzt nochmal auf den Treiber zurückzukommen. Da muss ich schauen. Ich habe jetzt den Treiber vom 15.06. installiert. Der läuft anstandslos. Der aktuelle Treiber, also dieser WHQL-Treiber, der hat bei mir natürlich sofort Probleme gemacht. Also er ließ sich installieren, das war alles kein Ding. Aber das Control Center ließ sich dadurch nicht öffnen. Und das scheint auch eher ein bekanntes Problem zu sein. Ich habe da mal ein bisschen nachgefragt, also da bin ich nicht der Einzige. Somit habe ich dann quasi erstmal noch einen älteren Treiber installiert. Ja, und damit läuft es erstmal. Ja. Sonst müsste ich mal hier hochschauen. Ja. Ist eine Spannung, sieht gut aus, Temperatur passt. Wie gesagt, sie soll ja theoretisch nur zum Streamen und Aufzeichnen zum Aufzeichnen dienen quasi. Und ich denke, dafür wird die schon einen guten Job machen. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, wenn die Karte jetzt eigentlich nicht zum Zocken gedacht ist, weil auch der Prozessor das jetzt nicht unbedingt hergibt, dachte ich einfach mal, ich probiere noch mal einen kleinen Benchmark hinterher zu werfen. Eventuell dann auch ein 3D-Mark noch. Mal schauen. Und zwar habe ich mich hier entschieden für Shadow of the Tomb Raider. Das ist so, mit dem habe ich relativ viel immer schon gebenchmarkt. Ja, Auflösung ist halt Full HD. Exklusives Vollbild. Intel Xe SS würde ich jetzt erstmal auslassen. Also wirklich nur die reine Leistung der Karte. Texturenqualität ist auf Ultra. Es sieht erstmal alles nach Ultra aus. Ich denke aber, dass der reine Benchmark eher eine Enttäuschung wird. Aber ja, schauen wir einfach mal. Starten wir den ganzen Spaß mal. Oh, da. Das hat sich hier versteckt. Lass mit dem Benchmark einfach mal laufen. Schauen, was passiert. Also der Ladescreen. Sieht schon mal gut aus mit über 300 FPS. Ich denke, ja, es ist schon eher ernüchternd. Ich meine, sie ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, zum Zocken. Für mich zumindest nicht, also wirklich nur rein zum Streamen, aber
Gut. Ist halt schwierig. Also Grafikkarte läuft auch im Limit mit 99% bei 2,4 GHz. Also der Prozessor schafft es durchaus, diese Karte auszulasten. Aber wie ich schon vermutet hatte, die Temperaturen gefallen mir echt gut. Okay. 50 Grad, 55 Grad, das ist schon echt sehr angenehm. Ich höre auch aktuell keinerlei Lüftergeräusche von der Karte selber. Also die läuft echt mucksmäuschenstill. Aber das hatte ich ja schon vermutet, als ich den riesen Kühlkörper für die doch relativ kleine Karte gesehen habe. Sicherlich, man könnte durchaus damit spielen, dann gegebenenfalls die Settings etwas nach unten regeln. Dann denke ich mal, kann man damit auch ganz gut zocken. So, wo sind wir denn gelandet im Durchschnitt? Naja, 60 FPS. Gut, ist halt Full HD maxed out. Okay. Könnte durchaus damit zocken. Das muss man ja mal so festhalten. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes probieren wir doch mal den 3D-Mark. Erstatten. Das kann sein, dass er einen Moment Bedenkzeit braucht. Neue Grafikkarte. Ah, das habe ich auch alles schon schneller gesehen. Oh.
würde einfach mal sagen, den Time 2. Intel Arc ist auf jeden Fall hinterlegt. Oh. Dann einfach mal, let's go. Aber ich denke, auch hier werden wir wohl keine Spitzenwerte sehen. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Naja, obwohl 60 FPS finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. 70. Sicherlich könnte man noch in dem Control Center der Arc, da gibt es auch noch Overclocking-Menü und ein Anpassungsmenü. Ich denke, wenn man da noch ein bisschen Einstellungen tätigt, kann man auch noch ein bisschen mehr aus der Karte rausholen. Aber so sieht es gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, hier im zweiten Test war dann meistens immer noch ein bisschen mehr Last und generell mal weniger FPS. Ja. Aber auch hier, das sieht gut aus. Ich glaube, bei 180 Watt ist die Karte auch in ihrem Limit. Aber da, selbst dafür gefallen mir die Temperaturen aber noch sehr gut. 59 Grad, das ist 60 Grad. Das ist schon okay. Ist halt auch wirklich angenehm leise. Was die Karte dann beim Rendern kann und streamen kann, das werde ich dann wohl diese Tage erfahren. So, schauen wir mal noch schnell den CPU-Test. Dann sollte das eigentlich auch soweit passen. Naja, immerhin. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Das hätte ich fast schlimmer erwartet, aber gut. Man kann auch mal positiv überrascht sein.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ein Ausflug in eine andere Region endet hier. Demnächst wieder ganz normales Zocken. Aber vielleicht wird immer mal so ein Video zwischengeschoben werden mit mal einfach ein bisschen anderem Content. Da lassen wir uns selber ein bisschen überraschen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, macht's gut. Viel Spaß noch. Haut rein.